Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Beim letzten Mal haben wir uns von der Unterwelt und damit vom kleinen gemütlichen Tutorial-Gebiet verabschiedet und haben die Oberwelt betreten. Und in der Oberwelt haben wir dann auch gleich Lumina entdeckt, und in Lumina gab es einen Baum, und in dem sind wir jetzt drin. Und wir können nicht kämpfen, und hier spuckt's einfach. Wow, eine Höhle. Wenn dieser Baum ein Mensch war? Hä? Ich nehme an, es soll heißen, wenn dieser Baum ein Mensch wäre. Sind diese Gänge seine Adern? Also wären diese Gänge seine Adern. Ja, okay, wie auch immer du darauf kommst, Ark. Aber ist schon recht. Gegengift, okay. Ja, das sind Kisten, diese komischen Knollen-Dinger hier. So, wie wäre das noch? Was seid ihr? Ihr seid Gegner, das ist klar, aber ihr seht irgendwie wie Affenmonster aus. So, wenn ich mich richtig erinnere, also hier ist Wasser, aber schwimmen können wir nicht. Gut, das sieht auch nicht gesund aus, das Wasser. Heilknolle! Und da ist der Sonnenstab. Sonnenstab hört sich gut an. Was ist der Sonnenstab? Ja, ihr könnt euch doch denken, oder? Eine neue Waffe. Endlich! 3 stärker als der Kristallspeer. Der hat natürlich nicht den Heileffekt, aber der Heileffekt ist ja jetzt in der Oberwelt sowieso deaktiviert. Und der wird auch nicht wieder aktiviert. So, was ist das? Das ist erstmal eine Wunderknolle. Und was ist das? Das sieht fesch aus. Gehen wir mal rein. Gas eingeatmet. Arg schwinden die Sinne. What? Wieder ausgespuckt. Okay, hier brauchen wir irgendwas gegen giftiges Gas. Und ich sag schon mal, da wohnt der Boss. Nur, da können wir tatsächlich nicht hin ohne giftiges Gas. So, hier unten. Also, ohne was gegen das giftige Gas. So, da geht's nicht hin, da geht's nicht hin. Gut, also ist das hier eine Sackgasse, aber mit einer Waffe akzeptiere ich. Deswegen hole ich mir das immer sofort. Einige Leute holen das Ding recht spät. Also ich habe schon so manche Leute gesehen, die aus irgendeinem Grund gedacht haben, man muss erst die Tautropfen haben, also das Dungeon-Item quasi, um sich die Waffe zu holen. Aber nein, man kann sofort holen, und es macht den Dungeon etwas angenehmer. Die Blumen hier kann man nicht hauen, wenn sie geschlossen sind, außer komischerweise, wenn sie noch nie offen waren. Aber wenn sie einmal offen waren und sich wieder zumachen, sind sie im geschlossenen Zustand nicht mehr angreifbar. Ist ein bisschen seltsam, aber hey, no king shaming. Nichts miteinander zu tun, nein. Fische. Also Fischdämonen. Dämonenfische. Ah, da hatten wir es nämlich. Gut. Von diesen Blubbels besser nicht treffen lassen. Ich weiß zwar nicht, was die machen, aber die vergiften mich bestimmt oder so. Oder machen höllischen Schaden. Die Pflanzen entstanden aus einem einzigen Baum und brauchten Zeit. Durch die Rettung des Sonnenbaumes soll die Welt wieder erblühen. Okay. Wir nehmen übrigens keinen Schaden, wenn wir ins Wasser fallen. Das ist angenehm. Da haben wir manchen Versionen von Link durchaus was voraus. Hier geht's nicht weiter. Jetzt schon. Was auch immer die Fische mit der Brücke zu tun haben. Woo! Und jetzt sind wir hier drüben, wo wir nicht durchschwimmen konnten. Fortschritt! Davon habe ich schon reichlich. Was habe ich denn zu viel? Das kann ja eigentlich nur eine von den Knollen sein. Heilknolle. Ja gut, die 2 Lebenspunkte, die uns gerade fehlen, heilen wir mal eben damit. Das war totaler Overheal, aber hey, dafür können wir es mitnehmen, ne? Ah! Alter, Ark! Ark! Ich finde das gut, die Gegner sind recht leicht zu killen. Es ist noch nicht allzu schwer. Ich glaube, ich bin auch
bisschen überlevelt, auch wenn ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, warum. Aber ich glaube, man schließt normal. Also ich habe irgendwie im Kopf, ich schließe diesen Dungeon normalerweise mit Level 7 ab. Und hier sieht das so aus, als könnte ich mich darauf einstellen, Level 8 noch vor dem Boss zu erreichen. Das war ein schöner Crit. So, hier verlaufe ich mich meistens. Übrigens, dass die Gegner so komplett unsichtbar werden, wenn sie getroffen sind, das ist irgendwie der Framerate des Emulators geschuldet. Eigentlich sollten die nur blinken. Ja, kann man auch eine Menge Zeit bei verplempern, wenn man nicht weiß, dass man die Schießblumen, ich nenne es jetzt Feuerblumen, nenne ich sie jetzt mal, einfach aufheben kann, wenn sie geschlossen sind. Vital-Elixier nehmen wir wie immer sofort. Elixier, einfaches Status-Upgrade. Und schon haben wir 5 Leben mehr. 5 Leben mehr finde ich super. Auch wenn es ein bisschen schade ist, später, also jetzt ist 5 Leben mehr noch ungefähr das, was man bei einem kompletten Level abkriegt. Später ist das 5 Leben mehr, das man dann kriegt, eher so meh. Also es ist dann nicht mehr so beeindruckend, weil irgendwann kriegt man halt durch einen einzigen Level-Up irgendwie 50 Leben mehr. Ich habe auch langsam den Stich wieder raus, also man kommt wieder rein. Aua! Ach, da unten geht's lang. Okay. Aua! Ah, was sag ich? Level 8 erreicht. KP steigt um 7. Stärke um 1. Glück um 1. Wuhu! Yay, jetzt kann ich die One-Hitten. Oder? Ja, oh, das finde ich schön. Gegner One-Hitten ist geil. Oh, Seele. Folge mir. Okay. Okay, runter kraxeln, kraxel, kraxel. Habt ihr mal einen Arsch offen? Oh, hier klingt's. Das ist eigentlich die traurige Musik aus Krista, aus dem Frostkeller, aber hier klingt's irgendwie schön. So friedlich. Danke für meine Rettung. Wir können mit Pflanzen sprechen? Okay! Die Oberfläche ist verödet, aber in der Tiefe entsteht neues Leben. Gut, wir konnten auch mit dem Kürbis sprechen, aber da dachte ich, wir sind einfach nur high. Dieses Blatt kannst du als Flosse benutzen. Welches Blatt? Hier sind haufenweise Blätter. Ja, man muss es irgendwie ahnen, dass man hier dieses Blatt einfach ansprechen muss. Arke hält Riesenblätter! Ich liebe die Fluffy-Musik. Du kannst nicht schwimmen! Was geht das dich an? In meiner Heimat war das eben nicht nötig. Fluffy, sei gefälligst etwas sensibler. Ich würde es so sagen, mit dir wird es niemals langweilig. Jetzt habe ich Fluffy gesagt. Ich wollte doch Yomi sagen. Er heißt Yomi. Oh, du siehst traurig aus. Hüte dich vor giftigem Gas, wenn du die Höhle des Molochs betrittst. Naja, ich werde mich hüten und auch vor dem Moloch werde ich mich hüten. Ach, wo ich den Kristall gerade sehe, fällt mir ein, ich bin doch beim Magier gewesen. Hab doch einen neuen Zauber mitgebracht, sonst muss ich den Weg wieder hochklettern. Ich erspare euch das jetzt mal. So. Da war doch was. Ich habe doch diese Blitzringe. Was machen die? Woo! Jetzt kann ich Kugelblitze schießen. Leider nur mit dem Standardangriff. Aber mal sehen, lohnt sich das? Macht das viel Schaden? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh yes! Wow, das macht ja ganz ordentlich Schaden. Oh, das ist schon vorbei. Okay, das hat jetzt nicht gerade lange gehalten.
Ach so, weil es mir sonst wieder keiner glaubt, ne? Ich habe das ja in irgendeiner, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge gesagt. Au! Ha! Dass man die Kristalle zurückbekommt, wenn man die Zauber aufbraucht. Ich zeig das mal. So. Hier. Zaubertruhe. Wir haben 3 Kristalle. Und jetzt verwende ich diesen Blitzring. Ich glaube, der hat 2 Kristalle gekostet. Jetzt müssten wir 5 oder 4 haben. 5 Kristalle. Da, man kriegt sie wirklich wieder. Leute, die das Spiel von früher kennen, jetzt so Mindblow. Ich weiß, es war bei mir auch Mindblow. Oh, hier können wir schwimmen. Schwimm, schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Oh, hier ist wieder die idyllische Musik. Die Oberfläche wurde verwüstet. Es gibt keinen Ort, an dem wir überleben können. Ein Tropfen dieser Quelle schützt vor Vergiftung. Arke hält den Tautropfen! Der macht uns immun gegen das Giftgas. Und nebenbei werden wir auch noch geheilt. Untersuche die Pflanze neben mir. Was, die Kiste? Arke hält Waldweste. Waldweste ist auch nice. Denn Waldweste schützt vor Vergiftung. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das mit dem Tautropfen soll. Man hätte auch einfach das Spiel so programmieren können, dass man die Waldweste braucht, um in die Höhle zu können. Und fertig. Oder dass halt hier getriggert wird. Naja. Einst existierte an der Oberfläche ein Paradies namens Lumina. Okay. Den Kristall hier, den kann man auch recht leicht übersehen. Habe ich auch lange immer getan. Und hier kann man hochkratzeln. Wer sich fragt, was das soll, Stream-Zuschauer wissen mehr. Hält der Zauber jetzt eigentlich noch an? Ist der zeitlich? Ja, der ist getimed. Okay. Ich hatte mich gefragt, hat man eine bestimmte Anzahl von Schüssen oder hat man eine bestimmte Zeit, die der Zauber wirkt? Aber anscheinend hat man eine bestimmte Zeit, in der man dann so oft schießen kann, wie man will. Bin mal gespannt, bei wie vielen Bossen ich mir das zunutze machen kann, denn, ja, man muss es leider sagen, das Spiel erlaubt einem leider bei den meisten Bossen gar nicht zu zaubern, was ich sehr schade finde. Zum Beispiel beim Boss hier darf man nicht zaubern. Also ich weiß auch nicht, wo da das Schema liegt. Also bei einigen darf man es, bei einigen nicht. Ich habe es bei fast keinem bisher versucht, aber jetzt, wo ich weiß, dass man prinzipiell die Kristalle zurückbekommt, werde ich vielleicht etwas öfter versuchen zu zaubern. Giftiges Gas eingeatmet, arg schwinden die Sinne. Ach so, klar. Man sollte den Tautropfen vielleicht auch benutzen. Ja, man muss ihn tatsächlich equippen und dann mit X benutzen. Arg benutzt Tautropfen, arg ist immun gegen das giftige Parasitengas. Und jetzt geht's los. Bosszeit. Tautropfen vertreibt giftiges Gas. Ein Wurm! Dem können wir nichts tun. Aber hier, den Blubbels hier an den Wänden, den können wir was tun. Das ist der Moloch. Und wenn man den Blitzstich drauf hat, ist der gar nicht so schwer, weil man sich damit sehr gut vor dem Wurm schützen kann. Aber ansonsten... denke nicht, dass du so einfach gewinnen kannst. Ja. Die Dinger hier sind interessant. An denen könnte man jetzt
Man müsste sich hier nur hinstellen, die Taste jetzt festklemmen und das Spiel auf Turbo stellen und könnte in ein paar Stunden dann den maximalen Level erreichen. Das wäre Level 50. Habe ich mal gemacht. Das macht das restliche Spiel allerdings rotzlangweilig. Also, lieber mal nicht machen. So, unser jetziges Ziel ist dieses Auge. Es ist ein sehr chaotischer Kampf, also ist schon ziemlich hart für Anfänger, finde ich. Übrigens, ja, also die Dinger geben Erfahrung. Nicht viel, aber sie geben halt Erfahrung. Oh, wow. Der Wurm macht der die Raupe da oder was das sein soll, macht echt Schaden. Okay, Zeit zum Heilen. Heilknolle benutzt und direkt noch eine hinterher. Und weil es so schön war, direkt noch die dritte. Wir haben ja eh genug davon. Mann, ich stelle mich jetzt aber auch doof an. Oh, das ist ein schöner Lauf, den ich da gerade hatte. Level up. Perfekt. Yay! Leider heilt einen ein Level up nicht, sondern gibt einem nur die Punkte, die man sein Leben erhöht bekommt. Und die wird es dann halt auch geheilt. Ja, wenn man sich hier hinstellt, kann man quasi nicht getroffen werden. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Man macht ihm da zwar nicht viel Schaden, aber man ist halt safe. Deutlich besseren Schaden mit dem Stich zumindest. Mann, jetzt könnte er langsam auch mal sterben. Ja, also ich glaube, viele Spieler sind am Moloch so ein bisschen verzweifelt. Ich meine, ihr seht ja, wie ich mich hier abmühe. Ach, das war's endlich. Moloch besiegt. Ach, lange wartete ich auf diesen Moment. Alle Pflanzen sollen ihre natürliche Form wiedererlangen. Bald wird die Erde erblühen. Wieder erblühen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Und wer ist die erste Pflanze? Es kann nur eine die erste Pflanze sein. Die stärkste Blume von allen. Der Brecher harten Bodens. Der Asphaltbrecher. Löwenzahn.
Ich sag mal gerade nicht viel, ich finde die Szene einfach so schön. So minimalistische Grafik, aber es sieht trotzdem toll aus. Und es geht los. Es gibt wieder Pflanzen, die Welt ist grün, der Himmel ist blau, das Meer ist auch blau. Gut, das Meer war schon vorher blau, aber... Yay, es gibt wieder Sauerstoff. Das ist für uns nicht ganz unwichtig, so als Mensch. Wobei wir werden im Spiel noch feststellen, dass Sauerstoff für Ark, naja, optional ist. Wow, das ist Lumina. Das sieht ja geil aus. Aber wir erkunden Lumina nächstes Mal. Denn das Video ist eh schon viel zu lang. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, teilt das Video, abonniert den Kanal und was ihr sonst noch so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal und erkunden dann Lumina. Ciao, ciao.